Da bin ich wieder. Ich habe noch ein Verbalsuffix für euch. Es wird auch so schnell nicht aufhören. Es gibt ja eine ganze Menge Verbalsuffixe. Wir sind ja gerade bei dem Thema Zeit bzw. Verbalsuffix der Vergangenheit. Und jetzt machen wir mal das Verbalsuffix keep. Das wird auch wieder an die Renyoke okay angeschlossen, wie alle Vergangenheitsverbalsuffixe. Und das Lustige am Ki ist, dass es ein tolles Arschloch-Suffix ist, das extrem unregelmäßig flektiert und deswegen irgendwie eigentlich so gut wie nie wie Ki aussieht. Es ist in der Misen-Ke, glaube ich, Se, in der Rentai-Ke, Shi und in der Isen-Ke, Shika und die anderen Formen gibt es meines Wissens nicht. Ja gut, außer Shushiki natürlich, was dann entsprechend Ki ist. Aber sonst fällt der Rest irgendwie aus. Hier haben wir das Ding auch und es sieht auch nicht wie ein Ki aus. Und zwar haben wir das in einem Gedicht. Ich mache Gedichte ja ganz gerne, weil das so in sich abgeschlossene Einheiten sind und die eigentlich ganz nett sind, um halt Grammatik zu erklären, weil sie kurz und bündig und halt, wie gesagt, in sich logisch geschlossen sind. Das Ding ist auf so einem Kokin Wakashu. Kapitel Aisho no Uta, also Trauergedichte. Und weil es zum Ki nicht so viel zu sagen gibt, weil es einfach nur Vergangenheit macht, habe ich zwei Beispielsätze. Einmal dieses Gedicht und dann noch einen sehr kurzen Satz. Und deswegen können wir uns noch so ein paar Besonderheiten hier innerhalb des Gedichtes ein bisschen genauer angucken. Ich lese es mal kurz vor. Hotodogisu kesa naku koe ni odorokeba Kimi o wakare shi toki ni so arikeru. Soweit, so gut. Es ist ein Tanka, hat entsprechend 31 Silben, beziehungsweise sollte 31 Silben haben. 5, 7, 5, 7 und hier haben wir plötzlich 8. Es kann manchmal vorkommen, dass innerhalb eines dieser Abschnitte eine Silbe zu viel ist. Das nennt man dann Ji-Amari, ein Zeichenüberschuss. Normalerweise ist es unschön, wenn sowas vorkommt, aber weil ja in die Gedichtanthologie nur die erlesensten Gedichte aufgenommen wurden, können wir uns sicher sein, dass dieses Gedicht total toll ist, auch wenn es eine Silbe zu viel hat. Egal, wie dem auch sei, wir schreiten zur Tat. Ich verrate euch am besten zuerst mal, wo das Ki ist. Das ist nämlich mal wieder in einer Form, in der man es irgendwie nicht sofort unbedingt erkennen müsste. Nämlich, es hat hier die Form Shi. Das liegt halt daran, dass es in der Rentai-Ke steht, attributiv zum Toki. So, die Kringel haben halt, mit den Kringeln habe ich halt die einzelnen Teile. Abschnitte unterteilt. Wir haben aber auch sonst noch grammatikalische Anzeiger, um das Ding zu strukturieren, nämlich hier zum Beispiel das Ba. Wissen wir ja, das, was davor steht, ist ein Nebensatz, das, was dahinter steht, ist der Hauptsatz. Und Odoroku, es Godandoshi Odoroku, steht hier in der Isenke, deswegen Odoroke mit dem E als Zeigevokal. Und daran angeschlossen das Ba. Das heißt, wir wissen, dass das Ba durch den Anschluss an die Isenke temporal oder kausal sein muss. So, wenn wir in den letzten Abschnitt springen, dann sehen wir, das ist das Attribut zu Toki und Toki ni ari, also es ist eine Zeit. Das heißt also, wenn irgendwas eine Zeit ist, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass hier vorne im Nebensatz steht, was das für eine Zeit ist. Das heißt also, wir übersetzen das Ding sinnvollerweise temporal. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir erstmal von vorne an. Hotodogisu ist der Kuckuck, eigentlich ein Rohrsänger oder Buschsänger heißen die, glaube ich, aber man übersetzt es in der Regel mit Kuckuck. Kesa, gestern früh, Naku, rufen, schreien, singen, wie Vögel das immer machen. Koe, die Stimme, ni, eine Partikel. Odoroku, aufschrecken, erschrecken. Kimi o, also dich, direktes Objekt. Wakaru heißt sich von jemandem trennen, sich von jemandem entfernen. Oder auch von etwas, aber hier ist es ja jemand.
oder jemand verlassen. Und das Ki wird an die Renyoke angehangen. Die Renyoke endet hier auf E, also die Shushike wäre Wakaru. Und weil es ein Shimonidan-Verb ist, Wakare plus Ki in der entsprechenden Form. Das Ki steht halt in der Rentaike Shi, weil es Attributiv zu Toki, der Zeit ist. Und dann haben wir hier was Schönes, nämlich wir kennen ja die Copula Nari. Das ist eine zusammengezogene Form von Ni Ari. Und hier haben wir dieses Ni Ari noch getrennt. Vergangenheitsverbalsuffix Keri, kennen wir, steht in der Rentaike, weil wir hier das So haben. Das Lustige ist, wenn man diese Copula auseinanderzieht, kann man noch Sachen dazwischen stellen, wie zum Beispiel diese schöne Partikel zur Betonung. So. Ja. Kurz und bündig war es das erstmal dazu. Ich übersetze das Ding jetzt mal einmal komplett. Also, als ich aufgeschreckt wurde durch, das ist hier markiert hier den Agens des Passiv, durch die Stimme, die rufende Stimme, die gestern früh rufende Stimme des Kuckucks, da war Niari, also es ist etwas, da, genau da, war Keru die Zeit, wo ich dich verlassen habe, mich von dir getrennt habe, hier ausgedrückt durch das Ki, was hier aber ein Chi ist, weil es ja in der Rentaike steht. So, und nochmal in ganz schönem Deutsch. Als ich gestern Morgen durch die rufende Stimme des Kuckucks aufgeschreckt wurde oder erschreckt wurde, ja, da war die Zeit, an der ich mich von dir trennte. Ja. Ansonsten haben wir noch ein paar schöne Kleinigkeiten. Kakari Musubi habe ich schon erwähnt. Keri hängt wie immer an der Renyoke, weil Kakari Musubi ja nur die letzte Form beeinflusst. Aufgespaltene Copula haben wir. Wir haben hier oben noch was, was man erwähnen könnte, nämlich Naku Koe, die rufende Stimme. Naku ist auch wieder ein Godan-Doshi, das entsprechend in der Rentaike steht, weil es ja attributiv zu Koe ist. Ansonsten muss man, glaube ich, großartig nichts mehr dazu sagen. Dann können wir gleich zum nächsten Satz übergehen. Der ist zack, kurz und bündig. Ich zauber ihn mal kurz an die Tafel.